Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher rechtlich geschützt. The Witcher Wild III Hunt. Eigentlich. So sagt man es eigentlich. Das ist für die echten Pros wissen's. Ach so, wir bleiben bei Triss. Okay, ich gehe den falschen Weg. Ja, okay. Triss, geh du voraus. Ich kenne dich hier besser aus. Wollen wir? Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Genau. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Was war denn das? Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Du hattest recht. Oh! Da ist schon eine Party am Werk da drin, okay. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein. Die Zauberin bleibt hier. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Das mache ich auch gerne, aber ich bin bei weitem nicht so gut drin wie sie. Hey, was ist denn, wenn ich die jetzt auch übernehmen will? Verdammt, sie hat sie verzaubert. Kann ich den überschreiten, den Zauber? Schlagt ihn! Tötet ihn! Du wirst es nie lernen. Ich glaube, theoretisch hat das funktioniert, aber irgendwie sind die übernommenen NPCs leider absolut nutzlos. Der ist wirklich nur nützlich, der Zauber, dass die sich nicht wehren und man kurz auf sie einhauen kann. Oh, aber es hat gar nicht funktioniert anscheinend. Interessant. Mach doch den Finisher. Naja, gut. Okay. Kann ich die gar nicht plündern? Na, von mir aus. Warum greift sie denn jetzt eigentlich mich an? Was hab ich hier denn jemals getan? Philippa, warte! Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Nein, nicht gegen den Troll kämpfen. Nein, nicht Bart. Ich will Bart nicht wehtun. Ich hoffe, ich muss Bart nicht wehtun. Bart ist ein Freund. Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bart niemand vorbeilassen. Hm. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen. Ja, Bart einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen. Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bart dich lassen. Hexer helfen. Danke, Bart. Bart ist einfach ein Freund. Beim Sterben vielleicht? Das kannst du vergessen. Ich schätze mal, die ganzen Verbrannten hier gehen auf ihr Konto. Ich werde dir nichts tun. Du wirst mich nicht fangen. Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Ein Fleischgolem. Na, wunderbar.
Was kostet das? Feuergenius. Au! Wow, der ist aber ganz schön crazy. Aber guck mal, was ich kann. Ich finde diese rundum super Attacke so toll. So, Achtung. Einmal kurz Schutzschild wirken. Kurz tänzeln. Und... Yeah! Wirbel-Zwirbel-Zauber-Witcher hat wieder zugeschlagen. Was kommt jetzt? Was ist das da? Was ist los? Warum ist es plötzlich so still? Ich weiß auch nicht. Dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Mhm. Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Hm. Informationen hätte er doch bestimmt gerne. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Hm. Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Vielleicht solltest du sie mal anhören.
Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Okay. Habe ich vielleicht doch noch die Chance, Radovid zu töten? Es wäre so, wie ich vorher schon gesagt habe, das Spiel hat das mir einen blutrünstigen Mörder gemacht. Mein Geralt hält diese Welt einfach nicht mehr aus. So. Mein Opa ist krank. Guck, sein Opa ist krank. Was soll das? Warum ist er krank? Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird sterben. So mache ich das ab jetzt. Das ist jetzt mein neuer moralischer Kompass für Geralt. Wenn irgendjemand irgendwas macht, unter dem irgendwer leidet, wird er einfach halbiert. Horizontal oder vertikal, kann er sich aussuchen. Einfach halbiert. Hey, da ist ein Händler. Ich könnte ein paar Reparatursets für meine Waffen brauchen. Mit ein bisschen Glück. Du bist hier der Einzige, der was hat. Kriegen wir bei dem Kaufmann vielleicht was. Mit dem wir unsere Schwerter reparieren können. Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Guckt, das ist früher, hätte ich die einfach hypnotisiert und die wären gegangen, um dann den nächsten anzupöbeln und auszurauben. Damit ist jetzt Schluss. Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Habt ihr das gehört, Jungs? Ich werde dich abschlachten wie einen Hund. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Nein! Tja, ich habe euch gewarnt. Ich habe sie gewarnt, ey. Ich kann nicht mehr machen, als sie warnen. Für alles andere sind sie selbst verantwortlich. Und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Bin ich kaputt. Aber ich meine, letztendlich, ich wollte hier eigentlich nur einkaufen. Ich meine, letztendlich sind die Banditen nur ein Symptom. Ein Symptom von Armut und staatlicher Gewalt, die zwangsläufig immer auch von der Bevölkerung wiedergespiegelt wird. Deswegen muss ich weiter oben ansetzen, wenn ich was wirklich bewegen will. Aber auf dem Weg dahin nehme ich so viel Banditen und korrupte Stadtwachen und Hexenjäger mit wie möglich. Hallo? Ach, schon wieder, ich muss schon wieder hoch. Okay. Treffe ich mich jetzt mit den vier Zaubererinnen auf einmal noch höher? Ah, Ciri. Ich hätte meinen Questmarker mal lesen sollen, vielleicht. Meine aktuelle Quest. Geralt! Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen.
Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass Sie was mit mir vorhaben. Und Sie geruhen mir, Ihre Pläne mitzuteilen. Boah, wenn jetzt dann Ciri, Geralt und die vier Magierinnen. Ich meine, die Metz ist ja jetzt weg, aber die vier von der Loge, wenn die in einem Raum sind, dann ist da echt ein ganz schönes Machtballungszentrum in diesem Raum. Das sind wahrscheinlich einige der mächtigsten Figuren im ganzen Witcher-Universum, die sich daran vereinen. Nicht schlecht. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Ich gehe mit dir, wenn du willst. Mhm. Wenn du dabei bist, wägen sie ihre Worte sorgfältiger ab. Da wäre ich nicht sicher. Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Hey, ich wusste gar nicht, dass Ciri die neue Herrscherin von Novigrad werden, von Nilfgaard werden soll. Das klingt ja eigentlich ziemlich cool sogar. Können wir ihr nicht magische Augen geben? Gibt's ja keinen Zauber dafür. Ihr wollt mich sprechen. Ja, dich. Geralt nicht. Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Betrachtet mich als Teil des Mobiliars. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir, wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an. Loge und Gleichberechtigung, das ist Unfug. Ein paar hielten immer die Zügel in der Hand, die anderen haben es höflich abgenickt. Eine weise und fähige Zauberin findet die Rolle, die Position, die am besten zu ihr passt. Und deine sollte die oberste sein. Du verdienst die Führung. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es. Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Im Grunde vertraue ich Ciris Urteil. Genau. Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines Schiffs. Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Wir reden, wenn du soweit bist. Wenn das alles ist, dann... Müssen wir nach Skellige und den Sonnenstein finden. Avalach wartet unten im Hafen. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Okay, dokey. Noch ein Level Up. Jetzt werden wir aber hier mit Level Ups überschwemmt. Okay, cool. Dann, lass mich mal kurz auf meinen Charakter schauen. Wir haben jetzt nämlich neue Kampfskills hier unten. Nämlich, schnelle Angriffe haben jetzt einen Bluteneffekt. Durch den Gegner 25 Vitalität und Essenzpunkte pro Sekunde verlieren. Verringert die gegnerische Schadensresistenz um 5%. Jeder Adrenalinpunkt fügt
fügt der Chance auf sofortiges Töten des Gegners 1% hinzu. Der Effekt kann höchstens alle 15 Sekunden ausgelöst werden. Aha, das klingt ganz cool. Kritische Treffer mit der Armbrust. Beim Wirken von Zeichen werden 3 Adrenalinpunkte, falls nötig, verbraucht. Falls möglich. Falls verfügbar. Naja, ich glaube, ich nehme mal das sofort töten. Jeder Adrenalinpunkt. Die Adrenalinpunkte benutze ich momentan eigentlich nur für meinen Wirbel-Zwirbel-Zauberwind-Attacke, sonst nicht. 1%. Ich glaube, das nehmen wir mal. Jetzt muss ich es leider nur irgendwo ausrüsten. Was schmeißen wir denn dafür raus? Erhöht den Schaden schneller Angriffe, erhöht den Schaden starker Angriffe. Benutze ich nie. Starke Angriffe benutze ich nie. Also, raus damit. Machen wir sofortige Tötungschance von... Weiß ich gar nicht. Wie viele Adrenalinpunkte habe ich denn eigentlich? Ich finde, das ist nicht schwer zu, nicht leicht zu erkennen. Ich habe da oben im Eck so eine Leiste, aber wie viel ist denn das jetzt in numerisch, in Zahl? Man weiß es nicht. Ich brauche dringend Schwerterreparatursets, das weiß ich. Aber für heute machen wir jetzt, glaube ich, erstmal Schluss. Ich werfe noch schnell mein Schwert, das ich hier habe. Mein Hexerschwert. Mein Katzenschwert in die Hexerkiste. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Wiepern-Silberschwert, Greifen-Silberschwert, Katzen-Silberschwert, Wiepern-Stahlschwert, Wiepern-Stahl... Ich hab 2 Wiepern-Stahlschwerter. Tatsächlich, die sind exakt gleich. Ja, nicht ganz. Hier ist schon was eingeschmiedet, hier noch nicht. Ha. Ich dachte, die sind einzigartig. Greifenstahlschwert, bla 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 bla. Den besseren Schmied habe ich auch nie gefunden. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in meinem ersten Playthrough den durchaus gefunden habe, den Superschmied. Habe ich diesmal irgendwie komplett vergessen. Naja, wie dem auch sei. Lang lebe Geralt von Riva, also, Rettersporn, warum hast du meine private Kiste eigentlich mitten auf die Bühne gestellt? Aber abgesehen davon machen wir jetzt Schluss für heute. Danke, bis zum magischen Folgentag. Auf Wiederhören.